Die nachfolgende Sendung ist für Zuschauer nicht geeignet. Wir alle kennen Luc Besson natürlich als den französischen Filmemacher hinter Meisterwerken wie Leon der Profi, Nikita oder Das fünfte Element, verdrängen dabei ein bisschen, dass er auch Dinge wie Arthur and the Minimoys, The Lady, Ein geteiltes Herz, Malavita, The Family und Holy Freaking Hell, Lucy erzeugt hat. Im Jahr 2023 kehrte er 4 Jahre nach seiner letzten Regiearbeit bei dem Film Anna allerdings wieder zurück und inszenierte Dogman, einem Film, in dem Caleb Landry Jones mit zahlreichen verschiedenen Hunden agieren musste, bei denen er auch tatsächlich jeweils immer einige Tage vorher mit den Hunden und ihren Trainern verbracht hat, um sich daran zu gewöhnen, beziehungsweise waren insgesamt 15 Hundetrainer notwendig, um diesen Film zu realisieren. Dabei kam Luc Besson die Idee für den Film übrigens, nachdem er tatsächlich einen Zeitungsartikel gelesen hat über einen 5-jährigen Jungen, der von seiner Familie in einem Käfig eingesperrt wurde. Etwas, das, so unfasslich das auch klingen mag, kein Einzelfall ist und gerade erst im Jahr 2024 auch durch die österreichischen Schlagzeilen gegangen ist. Dabei ist Dogman ein Film, der hierzulande über Cape Light Pictures vertrieben wurde, die mit eben jenem gleichen bekannten Poster-Artwork von dem Film eine limitierte 4K-UHD-Auflage sowohl im Steelbook als auch im Mediabook angeboten haben. Ich habe mich in dem Fall dann natürlich wieder für das Mediabook entschieden, damit auch die Mediabook-Sammlung von Cape Light vollständig bleibt und weil ich persönlich dann doch auch das Mediabook irgendwie für eine hochwertigere Verpackungsform halte und einfach einem Steelbook grundsätzlich vorziehe. Wir können dann einmal einen kurzen Blick auf das Backcover werfen, wo wir, finde ich, schon einmal einen ganz guten Eindruck von der absolut, wie auch eben hier genannten, wilden und unberechenbaren Natur von dem Film bekommen können. Wir bekommen ein paar Filmbilder zu sehen, wir bekommen hier die technischen Details, Cast und Crew-Angaben und sonstigen Informationen, beziehungsweise können wir uns dann jetzt eben einmal auf das tatsächliche Steelbook-Cover-Artwork fokussieren. Und das ist in meinen Augen eben sehr gelungen ausgefallen. Es ist einfach das international auch eingesetzte Plakatmotiv, wobei ich in dem Fall wirklich schön finde, gut, das wäre natürlich mit dem einfärbigen, güldenen Hintergrund, kann ich mir das auch sehr gut auf einem Steelbook mit der Wirkung von diesem metallischen Untergrund vorstellen, aber ich finde auch, dass der hochwertige Druck, den Cape Light hier eben bei diesem Steelbook, bei diesem Mediabook zum Einsatz gebracht hat, absolut perfekt passt, dass eben das Gesicht von Caleb Landry Jones absolut großartig aussieht, dass eben auch die Gesichter der Hunde sehr schön durchzeichnet sind, was eben gemessen an der Tatsache, dass es sich um ein eigentlich, mit Ausnahme von dem güldenen Hintergrund, eigentlich schwarz-weiß Artwork, nur mit wenigen Grauabstufungen handelt, auch wirklich sehr, sehr fein und filigran ist, dass dieses Motiv eben immer noch dermaßen schön durchzeichnet ist und man die Grenzen und Abgrenzungen zwischen den einzelnen Design- und Bildelementen immer noch so schön erkennen kann. Dazu kommen wir dann einmal eben auf das Backcover. Da hat man es eben auch einfach nur mit einem Szenen- und Charakterbild zu sehen, das hier auch formatfüllend auf dieses Mediabook-Backcover gedruckt wurde, das allerdings, wie ich finde, auch hier sehr schön hochwertig aussieht und eben mit einer nicht nur schönen Schärfe, sondern eigentlich einer wirklichen Plastizität und schönen Dynamik daherkommt. Jetzt werfen wir dann eben einmal einen Blick ins Innere, da sehen wir dann eben unseren Hauptdarsteller umgeben von den zahlreichen Hunden hier im Inneren auf der linken Seite des Innenspiegels, beziehungsweise eben als Frontcover von dem Booklet. Dabei muss ich echt sagen, dass dieses Motiv, das hier gleich einmal auf der linken Seite verwendet wurde, finde ich absolut großartig aussieht, nämlich eben in dieser Panorama-Optik auch wirklich herrlich in dieses Mediabook passt, zumal eben Cape Light dann hier eben auch bei der links einzuordneten Triple Layer UHD 100, wie von einigen anderen Titeln des Labels gewohnt, hier
das Design vom Inneren dieses Mediabooks hier fortgesetzt hat und dabei diese Disc wirklich absolut perfekt und makellos ins Innere von diesem Mediabook passt. Dann werfen wir einen Blick auf die rechte Seite. Da bekommen wir ein Bild, das wir eben spiegelverkehrt bereits außen auf dem Backcoverblatt hatten, auf der linken Seite quasi eben auf dem Backcover vom Booklet. Auch dann hier ganz klein und angenehm dezent die Cast & Crew Angaben und bei diesem Motiv dann wirklich nur scheinbar einen ganz leichten farblichen Ausläufer mit ein bisschen Lens-Flare-Effekt auf der rechten Seite, was dann eben auch das einzige Design-Element ist, das wir eben auf der rechts anzubringenden Blu-ray vorfinden. Wir können dann einmal einen Blick durch das Booklet werfen. Da spricht Luc Besson persönlich über seinen Film offensichtlich. Es gibt weitere Texte, die eben auch damit zu tun haben, mit den Hunden am Set zu arbeiten. Das Ganze finde ich recht schön ein- und zusammengearbeitet mit den Szenenbildern aus dem Film, auch wenn eben das grundsätzliche Konzept des Buchs jetzt recht einfach ist von der Art, wie eben der Text im Blocksatz und die Bilder hier arrangiert wurden, aber es macht auf jeden Fall schon einmal Spaß, das Ganze durchzublättern. Ein Interview mit dem Hauptdarsteller ist ebenfalls noch mit dabei, wobei es sich dabei nur um einen Auszug aus dem deutschen Presseheft handelt, beziehungsweise, ach, ist kein Casting Crew Block, sondern quasi eine rechtliche Exklusion von den Informationen. Wer allerdings den restlichen Text im Booklet hier tatsächlich geschrieben hat, das geht hier, glaube ich, aus dem Booklet und aus dem Text nicht hervor, was ich persönlich etwas schade finde, dass der Autor hier in dem Fall nicht genannt wird. Aber trotzdem muss man sagen, ein, wie ich finde, schön hochwertig gestaltetes, aufbereitetes Mediabook zu einem Film, auf den ich insbesondere natürlich eben aufgrund von den tragischen wahren Begebenheiten und die da im Hintergrund stecken, definitiv sehr, sehr gespannt bin.